Innenrat. Das ist bei uns so etwas wie der Vorstand. Wir sind zu siebt und sind gleichberechtigt in diesem Vorstand. Und ich kümmere mich vor allem um internationale Vernetzung und auch über Arbeitskämpfe, weil wir da jetzt auch stärker uns beteiligen wollen, zum Beispiel, weil wir fahren zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich bin Vivi und ich bin Landessprecherin der Grünen Jugend NRW. Das ist ja bei allen Parteien so ein bisschen anders organisiert. Gibt es jetzt Vorsitzende, gibt es jetzt SprecherInnen. Im Grunde ist es ähnlich. Ich vertrete die Grüne Jugend NRW nach außen und deswegen sitze ich jetzt auch heute hier vor euch. Wir sind als Grüne Jugend auch ein eigenständiger Jugendverband. Das heißt, ein bisschen wie auch andere gerade schon erwähnt hatten, kann man bei uns auch Mitglied sein, wenn man nicht bei den Grünen Mitglied ist und sagen, ich möchte eigentlich nur in der Grünen Jugend Mitglied sein. Es sind auch viele Menschen aber auch bei den Grünen aktiv. Das ist aber auch, würde ich sagen, ähnlich wie bei vielen anderen Jugendorganisationen, nicht immer nur ein harmonisches Verhältnis. Also wir würden schon auch sagen, dass wir immer wieder sehr kritisch auch gegenüber der Partei agieren und teilweise auch da sehr viel Kritik ausüben. Und ich freue mich auch heute hier zu sein und Kreisvorsitzender aus Bielefeld, da stand gerade Berlin, das bitte ich zu entschuldigen, das ist noch vor meinem Kollegen, der leider ja, es geschafft hat, sich Corona einzufangen. Genau, so Kreisverband, das ist wahrscheinlich das Erste, mit dem ihr so in Berührung kommt, wenn ihr euch politisch engagieren wollt. Also das ist der Verband vor Ort, der für euch dann da ist. Ich bin darüber hinaus jetzt auch Spitzenkandidat für die Europawahl nächstes Jahr der FDP OWL, also unser ganzer Kreis, Gütersloh, Paderborn, Bielefeld. Ist natürlich dann ziemlich spannend und genau die jungen Liberalen, vielleicht hier auch eine sehr andere Meinung, wie wir das den Klimaschutz angehen wollen. Wir müssen halt schauen, dass wir so Wohlstand erhalten und so, da werden wir gleich auch noch drauf einkommen oder drauf zu sprechen kommen. Wir haben da auch mehrere Workshops, wo man sich beteiligen kann. Hallo, ich bin Anna Frohn. Ich bin heute für euch als Vertreterin der Jungen Union da. Wir sind die Jugendorganisation der CDU und ich bin da Sprecherin des Arbeitskreises für Umwelt und Energie der Jungen Union Niedersachsen. Die JU ist ja auch so organisiert, dass wir eben den Bundesverband haben und die einzelnen Landesverbände. Da drin nochmal Kreisverbände und Ortsverbände. Ich bin auch bei uns in Vechta, komme ich her, da bin ich auch Kreisvorsitzende. Und ja, in Niedersachsen-Ebene sind wir dann eben auch so organisiert, dass wir einzelne Arbeitskreise haben, die sich mit den einzelnen Themen beschäftigen. Und bei mir im Arbeitskreis dann viel mit dem Thema Umwelt und Energie. NRW-Jusos und die Jusos ist die Jugendorganisation im Land von der SPD. Wir sind in NRW tatsächlich der größte Landesverband, der bei den Jusos bundesweit organisiert wird. Wir sind mehrere tausend Mitglieder. Man kann bei den Jusos auch Mitglied sein, ohne bei der Partei zu sein. Also auch wir haben eine gewisse Autonomie.